Cochlea längs geschnitten. Jetzt die Mittellinie ist hier an der linken Seite. Spitze von Cochlea zeigt nach vorne und lateral. Und hinten hier sehen wir den Sacculus. Pharynxwand, Drüsen des Pharynx, Pharynxmuskulatur, Skelettmuskulatur, temporale Pyramide, Knorpel. Und das hier, hier soll die Tuba auditiva sein. Und hier sind die Profile von Plexus tympanicus. In der Mitte, da ist der Modiolus mit dem Nervus cochlearis. Und hier sehen wir die Windungen der Cochlea. Die hier. Oben, das ist hier die Scala vestibuli, Scala media oder Ductus cochlearis und Scala tympani. Hier auch Scala vestibuli, Scala media und Scala tympani. Jetzt werden wir den Nervus cochlearis vergrößern. So, das ist hier der Nervus cochlearis. Wir sehen, wie die Fasern zu Corti-Organ hinziehen. Das ist hier das Corti-Organ. Die Fasern sind die Fortsätze von den bipolaren Nervenzellen, hier bei der Stamm von der Lamina spiralis ossea. Lamina spiralis ossea ist eigentlich zwei parallele Lamellen und dazwischen ziehen die periphere Fortsätze der bipolaren Nervenzellen zu den Haarzellen hier. Untenhalb vom Corti-Organ läuft eine Arterie, das ist die Arteria spiralis. Corti-Organ sitzt auf die Lamina basalis auf, Membrana basalis auf. Das ist hier der Limbus, Sulcus spiralis, Reissner-Membran hier oben, Ligamentum spirale und Stria vasculosa. Die Membrana basilaris ist kürzer in den unteren Windungen und länger in den höheren Windungen. Wenn wir jetzt so ein Corti-Organ vergrößern, dann wir werden hier die Membrana basilaris sehen, die Arteria spiralis, Sulcus spiralis, Limbus, Membrana tectoria, Reissner-Membran, Stützzellen hier und das geht über zu Stria vasculosa. Corti-Organ besteht aus den Pfeilerzellen, laterale Pfeilerzelle, mediale Pfeilerzelle, die lateralen drei Haarzellen, mediale eine Haarzelle. Sie haben ihre Stützzellen hier, die Phalangenzellen, ein hier medial, drei hier lateral. Zwischen den Pfeilerzellen, dieser Raum, das heißt Corti-Tunnel, zwischen den Phalangenzellen und Haarzellen, wir haben auch Lücken, die sind die Nullräume. Die sind in Verbindung miteinander, das ist ein Labyrinthus und hier haben wir Corti-Lymphe. Corti-Lymphe hat niedriges Kalium, ebenso wie auch die Perilymphe. In der Ductus cochlearis haben wir eine Flüssigkeit, Endolymphe, was einen hohen Kaliuminhalt hat. Das ist wichtig für die Depolarisation und diese Stützzellen hier sind verantwortlich, dass Kalium von diesen basalen Bereichen wird zurücktransportiert wieder zu Endolymphe, sodass da ist eine ständige Zirkulation von Kaliumionen hier rundherum. Hier sind überall die Teile vom Spiralganglion sichtbar. Das ist eigentlich ein Ganglion, was spiralförmig läuft. Hier oben, das zeigt hier einen Tangentialschnitt von einer höheren Windung. So in der Mitte, das ist hier an dieser Ebene von Lamina spiralis ossea durchgeschnitten. So wenn wir diese Reihe von Zellen vergrößern, dann sehen wir hier, die Profile von den peripheren Fortsätzen von den bipolaren Nervenzellen im Spiralganglion.
das ist hier die Wand des Pharynx, mehrreihiges Zylinderepithel mit Kinozilien, gemischte Speicheldrüsen, Skelettmuskulatur in der Wand vom Pharynx, Knorpel, Schädelbasisknorpel, osttemporale Pyramidenspitze. Das ist hier Auskleidung der Tuba auditiva und das führt zum Mittelohr hin. Und an der Oberfläche von Cochlea sehen wir hier die Profile von Plexus tympanicus. Plexus tympanicus ist Teil von Nervus glossopharyngeus. Hier unten in diesem Bereich sehen wir den Sacculus. Das hier, dieser rosafarbige Material, das ist geronnene Perilymphe, Sacculus. Und im Sacculus haben wir hier die Stützzellen und Haarzellen, Otolithenmembran. Zu diesen Otolithenmembran sind die Stereozilien und das Kinozilium der Haarzellen eingebettet. Und an der Oberfläche hier sind die Statokonien, diese basophile kleine Flecken. Um die Cochlea in diesem Gebiet, das ist hier Verknöcherung. In der Mitte von diesen Knochenbällchen sehen wir noch die Richtungssparren vom Knorpel übergeblieben. Und manchmal wir können auch Osteoklasten finden. Hier zum Beispiel Osteoklasten sind sichtbar.